Thank you for playing. Oh, very good. Okay. Special thanks to the Dreams Community for making all these wonderful assets. Ja, genau das meine ich. Das ist eben das Coole und das hat auch Potenzial, dass wirklich alle Assets aus allen Spielen, außer der Creator sagt ausdrücklich, dass er das nicht will, von allen anderen benutzt werden können. So dass da einfach automatisch eine riesige Bibliothek an allem entsteht. Und irgendwie so Dekorationen und Bücherregale und Möbel und ganze Häuser und so die Hintergründe, das, was man halt so braucht für sein Spiel, findet man halt einfach bald schon wahrscheinlich einfach überall. Einfach so. So. Run and Gun. Das könnten wir mal noch eintippen. Vielleicht finden wir da was. Nee, wir finden schon bei Run fast nichts. Dann würde ich jetzt fast sagen, dass wir nochmal auf die Hauptseite gehen und da bei den gefeaturten Spielen uns noch ein paar anschauen. Weil das Gewalt-Ding, was steht da? Das hat mir... Achso, Pip Gam Walker, genau. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Das war ziemlich cool. Schauen wir uns mal Southpaw Cooking an noch. Zum Beispiel. Das könnte auch interessant sein. Ja, 24 Stunden Stream ist erreicht. Die kommen dann im 24 Stunden Stream. Vielleicht, wenn es da schon welche gibt. Ah, das ist so ein seltsames Physikspiel. Kann ich auch irgendwie was nehmen? Ah. So, die Tomaten sind gehackt, die Zwiebeln auch. Sehr gut. Ofen anschalten. Geht gar nicht, schade. So ist es bei mir auch immer, wenn ich koche. In der Küche. Das sieht ungefähr auch so aus. Dazu. Ja. 0 Kalorien. Oh. Bon Appetit. Na dann. Ich muss also essen auf meinen Teller bringen. So, mal schauen. Oh, oh, jetzt ist das Master runtergefallen. Und die Tomate essen wir wenigstens noch. Nimm die Tomate! Komm noch auf den Teller. Sehr gut. Dazu gibt es noch eine Flasche Wein. Ah nein, ich räume alles wieder vom Teller. Immerhin 80 Kalorien. Yeah, persönlicher Rekord. Sehr schön. Okay. Genug davon. Ein witziges, doofes, kleines Spiel. Blade Runner. Das sieht eher wie No Man's Sky aus. Schauen wir mal. Oder wie Tron vielleicht. Hallo, Wumpai Cat. Wie geht's? Genauso Surgery Simulator-mäßig war das. Und das habe ich auch gedacht. Sowas in der Art. Gibt ja viele von diesen... Witzig, weil es eine seltsame Steuerung hat, spielen. Game Shop? Was ist denn für ein Shop? Power-Ups und Skills.
Na, guck zumindest so, was gibt es? Da haben wir doch noch gerätselt, ob es Rollenspielelemente gibt. Wenn es Power-Ups gibt, die man in den Shop kaufen kann, dann steht so Erfahrungspunkte sammeln und Fähigkeiten freischalten nichts im Weg. Weil das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Dann mache ich jetzt mal ein normales Schwierigkeitsgrad Blade Runner Run Spiel. Und schauen wir mal, was das ist. Ach, ist das ein... Okay. Ja. Ach so, und so schießt man dann. Okay. Boosten. Na dann. Auf jeden Fall interessant. Und schon sind wir tot. Ne, warte mal, Wave Complete. Ich glaube, das war gut, aber tot sind wir, glaube ich, trotzdem. Ich verstehe schon. Dann verdient man Geld, kann dafür Power-Ups kaufen, aber man muss auch extra Leben kaufen oder so. Aber das ist ein cooler, arkadiger Shooter. Yeah, shield collected. Jetzt, bis ich tot bin, oder? Ich will kurz mir noch anschauen, wie das mit der Power funktioniert. Ah, okay. Ich glaube, ich bin tot. Ja, genau. Und jetzt können wir für das verdiente Geld Upgrades im Shop kaufen. Power-Ups und Skills. Guns. Habe ich leider nicht genug Geld. Aber genau, wie gesagt, dann muss das im Grunde in einem Rollenspiel theoretisch genauso möglich sein. Da ersetzt man Geld durch Erfahrungspunkte und das Menü durch ein Skill-Tree und schon hat man's. Okay, das ist cool. Jump'n'Run. Warum nicht? Können wir mal schauen. Epics sollten damit auch möglich sein. Aber ob es derzeit schon soweit ist, weiß ich nicht. Nee, wir haben schon geguckt. Es gibt ein paar coole Ansätze für RPGs bis jetzt. Aber ich glaube noch keine richtigen. Oh, das habe ich schon gespielt. Das muss ich euch zeigen. Fand ich super lustig. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich schon entdeckt mal. Das ist toll. Irgendwie. Total bescheuert, aber lustig. Just another natural disaster, Ruckus. Classic. Breaking news. We go live to Princess City, where after a series of natural disasters, a giant unidentified creature has emerged off the coast. Helicopters are rushing to the scene. Wir sind nämlich in dem Spiel sowas wie ein dicker, tollpatschiger Godzilla namens Ruckus. Und müssen so viel wie möglich kaputt machen. Das ist irgendwie echt ziemlich lustig. Schon allein die Bewegung von dem finde ich echt lustig. Man kann echt coole, lustige Moves machen. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, wie. Politicians are wanting to take lethal force against the creature. However, scientists are opposed.
citizens are requesting that all citizens evacuate the city. Zum Beispiel so Godzilla-Laserstrahl spucken und hauen. Wie kann ich denn gleich nochmal meine... Ah ja, genau so. Man kann nämlich auch super coole Schwanzwedel rumspringen, Kombos machen. Und natürlich kommt immer mehr Militärpräsenz und will einen kaputt machen. Aber nicht mit Ruckus. Ach, geh weg, du Brückenpfeiler. Das ist ein sehr lustiges Spiel. Das ist im Grunde wie Rampage. Total Destruction in 3D. Und wir sind... Naja, nee, Rampage ist genauso bescheuert. Rampage war auch ein lustiges Spiel. Das hat mir auch immer noch gefallen. Just in. Despite all attacks, the creature continues its rampage. Stockwerk für Stockwerk. Fehlen eigentlich wirklich nur noch wie ein Rampage die Möglichkeit, dass man verschiedene Monster mit verschiedenen Fähigkeiten freischaltet. Dann wäre es eigentlich noch viel cooler. Springen und wenn ja, was passiert dann? Bin ich dann tot? Oh ne, eine geheime Basis oder wie? Okay, die haben wir auch kaputt. News from the local police department. Citizens, please get off your cell phones and stop recording the creature and evacuate now. Kann ich eigentlich, während ich in der Luft Saltos mache, schießen? Das wäre ziemlich cool. Warte mal, wie... Und dann... Mehr oder weniger. Ein bisschen geht's, aber ich glaube, es sollte eigentlich nicht gehen. Das ist eher ein witziger Nebeneffekt, dass man da ab und zu schießen kann. Irgendwie schießt er ganz viele Raketen auf mich. Das finde ich nicht gut. Wo denn, wer denn? Das ist ein Panzer. Komm her, Panzer. Sieg und Sieg, Panzer! Das macht wirklich Spaß. Das macht einfach wirklich Spaß, das Spiel. Muss man vielleicht selber spielen. Ich weiß es nicht. Aber das ist einfach verdammt lustig. Sandkasten zum kaputt machen ist einfach toll. Despite continuous efforts by the Navy and military, the creature continues to attack. A nuclear strike has just been called in. Ah ja, a nuclear strike. Impact is imminent. Kommt jetzt gleich.
Ende. Lumanda und Relaxo ein Kind bekommen. Ja, genau. Luraxo. Das fand ich sehr witzig. So, was wollten wir jetzt suchen? Jump'n'Runs. Ein 2D-Plattformer. Würde mich echt interessieren, das stimmt. Neue Träume im Trend. Oh, ein Schlagzeugtraum. Hm. Raptor Playtest Sonic. Aber ein 3D-Sonic. Oh, ein sowas, glaube ich, nämlich hat eher Zukunft, wie diese ganz komplexen 3D-Spiele. So ein Lo-Fi-Pixel-2D-Adventure. Das ist schneller und einfacher gemacht. I see you. Unheimlich. Toy Story. Naja. Zeitlos beliebt Community-Champs. Empfehlungen für dich. Spiele. Ja, aber so nach Genre sortieren die hier leider auch nicht. Das finde ich echt ein bisschen schade. Genre-Sortierfunktion würde mir ganz gut gefallen und würde ja irgendwie auch Sinn machen, oder? Gute Nacht, Ortis. Mach's gut. Ja, auch gute Nacht. Ciao. Was Jump'n'Run? Ich bin wirklich müde. Ich kann mir keine 5 Minuten mehr. Cat Jump Stuff. Was? Jump'n'Run scheint es nicht zu geben. Schade. Ach ja, schade. Die Suchfunktionen fehlen mir leider irgendwie ein bisschen. Schade finde ich das. Schade. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Einfach machen jetzt einfach ein bisschen noch. Zumindest noch eine halbe Stunde oder so bis 11. Da muss ich echt ins Bett. Machen wir jetzt noch einfach zufällig Träume. Weil da entdeckt man manchmal coole Sachen. Zum Beispiel Taken by the Rust. Part 2. Das hat schon wieder einen ganz eigenen Stil irgendwie. Das gefällt mir. Von Bad Robo 82. Time Space Band Detected. Aha. Location unknown. Ah, ich kann mich schon bewegen. It's not recommended to take off the helmet. Na gut. Ich wusste gar nicht, dass ich eine aufhabe. Unbekanntes Signal entdeckt. Achtung, ein Virus wurde entdeckt. Im Computer, im Anzugcomputer. Kritzer 733428. Ich bin künstliche Intelligenz von 5332 SSJ. Dieser Planet. Schalte an 64 SD, mein Hauptspeicher. Oder du stirbst. Finde Teleport. 8 Tor sind offen. Ich bin quasi auf einem fremden Planeten und irgendein Virus hat meinen Anzug übernommen und erpresst mich jetzt oder so ähnlich. Oder er möchte mir helfen. Das ist theoretisch möglich. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist scheinbar ein First-Person-Plattformer. Ah ja, da haben wir doch noch eine Plattformer gefunden. Wenn auch nicht 2D.
aber 3D zumindest. Eigentlich Fallschaden in dem Spiel. Echt nur, wenn man zu sehr fällt. Nein! Oh Mann, oh Mann. Ach so, geht's weiter. Warum nicht? Sieht chillig aus, aber die Musik schreit ziemlich auf. Ja, aber jetzt ist sie plötzlich weg. Und jetzt hört man nur noch die Grillen zirpen. Das ist komisch, oder? Plötzlich war es vorbei mit der Musik. Schöner Wasserfall. Ein kleiner Wald. Da hinten ist irgendwas Komisches. Da gehen wir mal hin. Eine sich drehende, flüssige Metallkugel oder so. Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Ich wollte gerade sagen, naja, machen wir mal mit dem nächsten Spiel weiter. Wir haben das Prinzip jetzt verstanden. Aber das will ich jetzt noch sehen, was da passiert. Wenn wir da hingehen. Vielleicht haben wir es dann eh durchgespielt. Sind ja oft nur so kurze Level. Nee, wir sind nur in zu irgendeinem antiken Tor teleportiert worden. Betritt das Gebäude und schaltet 2 Generatoren an. Schalte erstmal einen Speicher ein. Na gut, aber das mache ich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt will ich noch ein paar andere Spiele sehen erstmal. Überspringen. Ein Spiel von Max Reverieriere. Die Demo-Version. Schauen wir mal, was das ist. Oh Gott, ey, warum bin ich denn so müde? Das hat eine sehr seltsame Sprungphysik. Man springt, als wäre man auf dem Mond irgendwie. Aber okay, lauf mal den Leuchtturm hoch. Schauen wir mal, was dann passiert. Sieht aus, als wäre ich ein Schatten an der Wand. Aber ich werfe einen Schatten. Ein Spirallauf-Simulator. Und gleich oben. Ein Diamant brauchen wir. Damit wir die Negativversion von uns retten können.
Ah, und jetzt muss man in verschiedene Welten. Jetzt sind wir im Hub quasi. Turok. Ich schau mal, ob es Turok Recreations gibt. Das würde mich jetzt interessieren. So First-Person-Shooter funktionieren anscheinend ganz gut. Oh je, ist das irgendwie ein Rätsel? Das sieht aber sehr komplex aus, wenn das ein Rätsel ist. Boah, weiß ich überhaupt nicht, was die hier von mir wollen. Das verändert sich auch nicht wirklich. Vielleicht was öfter vorkommt. Naja. Ich muss jetzt was anderes spielen. Ah, der Turok scheint nicht zu geben. Ah doch, Turok T-Rex Boss Battle. Ja, von mir aus. Schauen wir uns das mal an, das Turok T-Rex Boss Battle. Gab es in Turok... Ups, noch keinen Daumen geben. Erstmal spielen. Gab es in Turok ein Boss Battle? T-Rex? Ja, mit Raketenwerfer gab es einen. Oh Gott, Hilfe. Das ist zwar ein cooler T-Rex, aber sehr Turok-mäßig fühlt sich das jetzt gerade nicht an. Wie kann ich denn meine Waffe wechseln? Ja, gar nicht, aber nachladen kann ich. Ja, von Turok hat das jetzt nicht viel, muss ich sagen. Finde ich, oder? Das hat kein Turok-Flair, kein Turok-Feeling. Nur mit Waffen auf T-Rex schießen macht noch kein Turok-Spiel aus. Könnte auch Jurassic Park sein oder Dino Crisis oder so. Ja, aber ich glaube wirklich Survival-Horror, was wir bei Silent Hill gesehen haben, das hat mir gezeigt, dass man Survival-Horror, glaube ich, sehr gut machen könnte mit dem Spiel, mit der Engine. Da freue ich mich jetzt schon auf coole Resident Evil und Silent Hill-Klone und Ableger. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen mir zu eintönig gerade. Aber auf dem Weg zu Turok, als ich das noch nicht ausgeschrieben hatte, sind komischerweise ein paar andere Spiele erschienen, wo ich mir dachte, da sind interessante dabei.